2 Kat Bravo und 4 Kat Alpha. Charlie, in 10 Minuten. Ich rufe Masker aus und fahre klinische Reserven hoch. Richtig, Ende. Maskal, Maskal, Maskal! Definiert ist ein Mass Casualty, kurz Maskal, durch ein Missverhältnis von verletzten Personen und den zur Verfügung stehenden sanitätsdienstlichen Kapazitäten. Im Falle eines Maskal werden die ankommenden Patienten vor dem Rettungszentrum durch den KD oder einen erfahrenen Arzt reagiert. Triage bezeichnet dabei die Methodik, den Schweregrad der Verwundung innerhalb kurzer Zeit zu identifizieren, eine Kategorisierung und Priorisierung vorzunehmen und die Patienten dem geeigneten Behandlungsort zuzuführen. Es gibt 5 Kategorien, diese sind farblich unterteilt. Rot bedeutet akute vitale Bedrohung. Diese Patienten benötigen eine sofortige Behandlung. Gelb sind schwerverletzte Patienten mit einer aufgeschobenen Behandlungsdringlichkeit. Die leicht verletzten Patienten werden mit Grün reagiert und können später auch ambulant behandelt werden. Blau markierte Patienten haben im Falle eines Maskal keine Überlebenschance und erhalten eine betreuende und abwartende Therapie. Verstorbene Patienten werden mit Schwarz reagiert. Nach der Maskal-Alarmierung durch den KD bezieht jeder seine vorher festgelegten Positionen. Das gesamte Team des Rettungszentrums ist nun auf die verwundeten Soldaten vorbereitet, welche in Kürze vor dem Rettungszentrum eintreffen werden. Ihr Oberstabsatz? Ja. Wir bekommen 4 Patienten von der toten Kompanie. Die Sarsmeldung ist auch gerade eingegangen. Einmal Kategorie Alpha, Schusswunde Bauch. Einmal Kategorie Bravo, Splitterverletzung linker Arm. Eintreffen mit BRT Boxer in 3 Minuten. Dann ebenfalls bei der toten Kompanie einmal stumpfes Thorax-Trauma, Kategorie Bravo. Und einmal Fingerluxation, Kategorie Charlie. Einfach BRT. Danke. Alter, wir bekommen 4 Patienten. 1 Kat Alpha, 2 Kat Bravo, 1 Kat Charlie. Wir bereiten uns gemäß Maskerplan vor. Ausführung. Eine Masker mit Distribution, kurz Maskal, ist ein Massenanfall von Patienten. Bei dieser Schadenslage besteht ein Missverhältnis zwischen der Anzahl der Patienten und der Wartungskapazität der Sanitätskräfte. Alle sanitätlichen Führungen müssen einen Plan für den Fall einer Maskersituation vorhalten. Die sanitätsdienstliche Einsatzführung in einer Maskersituation orientiert sich am Führungsprozess. Ich habe 2 Verwundete nach Krieg, 1 Kat Alpha-Patient mit Schussverletzung im Bauchraum, Blutung von der Mittelkompression gestoppt werden. Patient ist wach und Kreislauf stabil, Blutdruck bei 90 zu 50, Frequenz bei 110. Patient hat die V-Zugang auf der rechten Seite, 500 ml Ringer laufen noch. Vor 30 Minuten 10 ml Morphin per Autoinjektor, momentan immer noch Schmerzen und 1 Gramm Tranexamsäure. Der Patient keine D- oder E-Problematik. Rechts von ihm 2. Patient, Kategorie Bravo, Splitterverletzung linker Oberarm, Blutung ohne Tönig mit Druckverband versorgt. Patient ist wach, Kreislauf stabil, gehfähig. HIV-Zugang rechts und vor kurzem 0,1 Milligramm Fentanyl zur Analgesie bekommen, damit schmerzfrei. Bei diesen Patienten keine A- bis E-Problematik. Herr Schauspielmeier, Sie bleiben bei unserem Wirbelsäulenverletzten bis zum Abtransport. Die durch den Leiter der Rettungsstation angewandten Priorisierungsmaßstäbe gewährleisten unter diesen Umständen die bestmögliche Versorgung der Patienten unter bestmöglicher Ausnutzung aller zur Verfügung stehender personeller und materieller Ressourcen. Herr Staatskommissar, jawohl. Beantragen Sie den entlassenen Patiententransport des Kat Alpha, den beiden Kat Bravo Patienten sowie des Kat Charlie Patienten. Verstanden. Entlassener Patiententransport für den Kat Alpha Patienten, die beiden Kat Bravo Patienten und den Kat Charlie Patienten. Okay. Die Entscheidung des leitenden Sanitätsstabsoffizier A, einen entlasteten Patiententransport sofort zur Rettungsstation zu beordern, basiert auf dem Einsatzgrundsatz, bei Bedarf alle verfügbaren sanitätsdienstlichen Ressourcen zu alarmieren und einzusetzen. Der Sanitätsdienst bildet keine taktischen Reserven, das heißt, keine Zersplitterung der Kräfte in der Zeit. Nur so kann die Aufnahmebereitschaft der Rettungsstation schnellstmöglich wiederhergestellt werden.